Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Persona 4 Golden. Wir sind jetzt in dieser Folge auf der Suche nach dem jungen Mann, der sich letztens mit Kanji unterhalten hat. Seine Mutter hat uns ja den Hinweis gegeben. Aber wo sollen wir nach ihm suchen? Ich denke mal, in der Schule werden wir ihn jetzt nicht finden. Nach Juness möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ich werde mal am Floodplain gucken. Vielleicht gibt es da irgendeinen Hinweis. Okay, also er meint, er hat ihn gesehen. Donnerstags, dienstags und an Feiertagen hat er den bei Juness gesehen. Er hat niemanden gesehen, der so aussieht. Er sucht immer noch nach einem Angelhaken. Nee, ich mag eigentlich keine Katzen. Mal gucken, was er sagt. Na ja, gut. Sochi. Ja, wir müssen den Jungen finden. Hier ist eine Katze. Was ist mit ihm hier? Okay, also wir sollten morgen hier zurückkehren. Sie meinte, dass er da vielleicht dann wieder auftauchen wird. Dann kann ich ja jetzt eigentlich beim Fuchs die Quest abgeben. Gucken, was Yukiko meint. Auch nichts weiter. Der wollte ja... Nee, das ist der falsche Laden hier. Es gibt neue Gegenstände. Ja, aber nichts, was meine SP auffüllt. Was ist das? Shiny Steiner? Suicide Daigaku? Nee, da möchte ich jetzt aktuell nichts. Hier ist okay. Tatsumi-Textilien. Barber.
Wo war denn dieser Likörshop hier? Da. Ja, da soll ich ja diesen na gut. Okay, dann gehen wir jetzt zum Fuchs. Gut. Da haben wir das jetzt auch erledigt. Nanako hat ein Ausrufezeichen. Ich werde jetzt nochmal zwischenspeichern, weil... Ich will nur mal schnell schauen, ob ich die nächste Quest vom Fuchs annehmen kann. Gleichzeitig kann ich auch mal gucken, vielleicht hat ja dieser Likörshop da hinten nur nachts offen. Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht wundern. Hier war das, ne? Ja, Konishi. Nee. Okay. Okay, also der kommt nachts nicht raus. Ich weiß nicht, ob Zeit vergeht, wenn ich jetzt bete. Ich habe keinen roten Goldfisch. Gut, dann werde ich jetzt mal nach Hause und... mal gucken. Was die gute Nanako möchte. Es sieht so aus, als wenn Nanako gerade nichts zu tun hat. Aber wenn da jetzt, ja, sie sieht jetzt traurig aus, aber der Social Link kann ja nicht gesteigert werden. Also werde ich jetzt hier mal das Getränk trinken. Oh, wir haben die gesamte Flasche in weniger als einer Minute geleert. Und, hat wohl sehr gut geschmeckt. Ich könnte jetzt nach oben und lernen, um meine Knowledge zu steigern, oder aber ich könnte Zeit mit Nanako verbringen, was aber den Social Link mit ihr nicht steigern wird. Ich würde da tatsächlich jetzt noch etwas lernen.
Knowledge hat sich erhöht. Nochmal. Ja, man muss das immer so ein bisschen abwägen, was einem jetzt Fortschritt bringt. Und yo! Mit Nanako, das hätte mir mit dem Social Link jetzt keinen Fortschritt gebracht. So, wir sind auf dem Schulweg. Oder auf dem Weg zur Schule, besser gesagt. Ja. Dem Wetterbericht zufolge müssen wir uns jetzt wegen Nebel erstmal keine Sorgen machen, meint Yosuke. Und wir sollten cool bleiben, wie immer. Ich denke aber trotzdem, wir sollten die Zeit nicht allzu sehr... Ich werde auf jeden Fall heute nach der Schule... zu Junes, weil heute ist Donnerstag. Hey, alle zusammen. Sie haben die Testergebnisse veröffentlicht. Oh, sehr schön, da bin ich schon gespannt drauf. Oh, der Moment der Wahrheit. Wollen wir es uns ansehen? Ja. Ich bin gespannt, was ich für eine Platzierung habe. Unser Ergebnis war in den Top 10. Sehr schön. Wow, nice. Gutes Ergebnis, Uniko. Du bist so klug. Unsere Social Link-Freunde haben uns gratuliert. So, der Unterricht beginnt jetzt wieder. Ja, das ist jetzt doof, weil ich muss... Genau. Also ich könnte heute meinem Sportclub wieder beitreten, aber ich muss ja immer noch etwas rausfinden. So, ich gucke jetzt nochmal kurz in meine Questliste, ob da irgendwas Neues heute auftaucht. Nee. Die nächste kommt erst am 23.05. Da habe ich noch ein paar Tage Zeit. Das heißt, ich werde... Da ist er. Gibt es irgendwas, was du möchtest? Viele Leute von der Stadt kommen hierher. Es ist eine sehr belebte Location, oder? War das der Junge, der sich letztens mit Kanji getroffen hat? Er könnte etwas über Kanji wissen. Du fragst, ob es irgendetwas Seltsames in letztens gab, als ich mit Kanji gesprochen habe. Nun gut. Es sieht so aus, als hättest du einen dringenden Grund dafür, also werde ich es dir einfach erzählen. Wenn du über die letzten Events, ja, über die letzten Ereignisse fragst, ja, da gibt es etwas, das nicht ganz okay war. Ich hatte irgendein seltsames Gefühl bei ihm. Also habe ich ihn direkt darauf angesprochen. Und seine... Action.
Er vermutet, dass er irgendein Komplex hat, aber er hat keine Beweise dafür. Okay, vielleicht sind das genügend Hinweise. Wir sollten das Teddy so schnell wie möglich weitergeben. Werden jetzt mal alle versammeln. Oh, guck mal, der Fuchs ist da. Wow, something's here. Oh, irgendwas ist A hier. box? Ein When did Fuchs? Wann tauchte der auf? Der mysteriöse Fuchs, Fuchs, den wir beim Schreien getroffen haben, sitzt neben uns. Könnte er uns gefolgt sein, ohne dass wir es mitbekommen haben? Whoa, where did this guy come from? Woher kommt der? Dude, it looks scary too. Der sieht gruselig aus. Oh, this apron. I think I've seen it at the shrine before. Ja, wir erzählen jetzt unseren Freunden über unsere Begegnung mit dem Fuchs. Huh? Curious with leaves? Huh? Cooperate with us? Are you serious? So he wants money in exchange for fixing us up? Okay. What's with this guy? It acts like it understands what we're talking about. Ja, ich glaube auch, der versteht ganz genau, was wir sagen. Yipped again. Maybe it really does understand what we're saying. But when you think about it, that means the police on duty and whatnot didn't find this fox, right? If it followed after us, then it really is something. Huh? You think it really understands us? What should we do? Well, I'd feel bad if we trapped it. It doesn't look like it'll do us any harm. Ich glaube auch nicht, dass er uns irgendwas What do tun you wird. think? Ja, lass ihn uns helfen. Yeah. And thinking about what happened at the shrine, don't you think this curing would be a big help for us? Ja, ich denke auch, dass die Heilung vom Fuchs eine große Hilfe für uns sein Huh? wird. Are you suggesting we take it into that other world? I guess that might work. It doesn't seem like it's going to leave that easily either. And I definitely don't want it being all sulky and getting up to mischief in the store. Okay, also wir sollten versuchen, den Fuchs mitzunehmen in die TV-Welt. Mal gucken, ob das klappt. Confirm the situation. Gut. Gucken wir mal kurz im Wetterbericht. Okay, da regnet es einmal, aber es muss ja mehrere Tage hintereinander regnen. So. Dann würde ich vorschlagen, Let's go. gehen wir mal in die TV-Welt und schauen, was Teddy zu den Hinweisen sagt. Sensei, gibt es irgendwelche Hinweise? Oh, du hast was gefunden. Ja. Ich werde jetzt vorher nochmal speichern. Okay, also er ist uns wirklich bis in diese Welt hier reingefolgt. Uns einen Soul Drop gegeben. So. Oh, you found out more about Kanji. Ja. A complex. That's it? That's all I have to go on? You're working me to the stuffing. Oh well, then I'll open my nose up real wide and sniff real hard.
Okay, Teddy. Er sagt gerade, das ist nicht viel, was wir herausgefunden haben. Oh, I think I found something. It feels like our target. Is this it? Follow me! Na dann los. Teddy scheint was gefunden zu haben. Ich bin Oh ja. Is it just me, or does the fog here seem kind of different? Kommt es nur mir so vor, oder ist der Nebel hier etwas anders? My glasses are fogging up. Meine Brille beschlägt. Man, it's hot in here. This place is like a... Mann, es ist heiß hier drin. Dieser Ort ist wie ein... Come here, pussycat. Oh, such well-defined pecs. There's no need to be scared. Now just relax. Wait a sec. I don't want to go. Is Kanji-kun really here, Teddy? Ist Kanji-kun wirklich hier, Teddy? The nose knows. Die Nase weiß es. Ich glaube auch, dass wir hier richtig We're sind. Really going in here? I can already feel the sweat rolling down my back. Wollen wir da wirklich reingehen? Ich kann den Schweiß schon in meinem Rücken runterlaufen fühlen. That's because it's so hot. Es ist weil es so heiß ist. Okay, also Kanjis Location, beziehungsweise sein Aufenthaltsort ist jetzt bekannt und alles, was wir tun müssen, ist ihn befreien. Und wir sollten uns vorbereiten für die Rettungsmission. Gut, damit haben wir dann den nächsten Dungeon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Seid vorsichtig. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Oh Mann. Dieser Ort ist wirklich neblig. Gut. Oh, schaut mal mein Schwert an. Wow, stimmt. Ich hatte mir ein neues gekauft. Nein. Na toll. I smell three enemies. Don't get careless. So. Gut. Wir haben drei Gegner und wissen von denen natürlich noch nichts. You can win this. Do your best. Level 16 und Level 18. Ich würde jetzt einfach mal auf blauen Dunst probieren. Was habe ich denn hier für eine Persona? Achso, ich bin ja so Yosuke, gut. Ich würde jetzt... Ja. Let's do this. Persona! That's some thick skin. Three enemies! Let's get through this! Persona! Okay, Blitz ist es nicht. Schauen wir mal, ob Eis wirkt. I am thou. I couldn't do it. Oh, Yuki-chan, that was lovely. Come, Jiraiya. Yasuke's counted an enemy. Okay, also die
Steine sind tatsächlich gegen Wind anfällig. Keep it going. Someone finish it off. Just one enemy left. This enemy. I couldn't do it. Here go. Persona. So, Money up. Ja, ich brauche Geld. So. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie warm das hier drin ist. Stelle ich mir auch anstrengend vor, ja. Das ist ja hier im Grunde eine Sauna. Und da dann auch noch drin zu kämpfen. Ist das auch wieder so schön verwinkelt hier alles. I smell three enemies. Don't get careless. Also die Steine waren ja anfällig gegen Wind. That's it, Yosuke. One enemy down. It's down. Oh, can I have this one? Here I go. Wow. All right, only two. Here's our chance. Okay. Damn, it's not going down. You ready, Yukiko? I'm with you. Nice. Mir ist jetzt gerade erstmal aufgefallen, was Chi für Stiefel anhat. So, ich würde wieder Geld nehmen. Noch nee. Das hätte so gut klappen können jetzt gerade. I smell two enemies. Beat them up. So, auch über die weiß ich nichts. Ja. That's some thick skin. Two enemies left. Go forth. Das werde ich jetzt austesten müssen hier mit den Schwächen. Okay. Go for broke. You hit its weakness. Na dann los. So. Oh. Nicht weglaufen. A rare monster. Beat this. You can. Ja, das war ja so, dass die, ich glaube, die waren ja gegen alles resistent. Two enemies left. Let's do this. That's some thick skin. Go forth.
So persistent. Yikes, it's tough. That's it, Yosuke! One enemy down! Okay. It's not going down. So persistent. Persona! Mist. It got back up! Hurry and beat it! It's not going down. Ja, das wird schwierig werden. Da kann man nur darauf hoffen, dass die hier kritische Treffer machen. Skin. Nein, nein. Oh. Yuki-chan, seriously out to lunch. Ich hoffe, dass wir den hier wenigstens... Ach, Mann. Dass wir den jetzt hier wenigstens besiegt kriegen. Yuki-chan, seriously, it's a someone else's turn. One enemy, fight! So persistent. Ich brauche nur einen mit einem kritischen Treffer. Some thick skin. Ja. Super. Ja, wir müssen ja das Geld wieder reinholen, was Yukiko gerade weggeschmissen hat. Oh. Das hat sich ja gelohnt, muss ich sagen. Aber ich, eine Kiste. Snuff Soul. Wir haben hier schon wieder dieses komische Kettenklappergeräusch im Hintergrund. Was? Found a Shadow? Ach, da drüben, okay. So, werde ich mal gucken, ob wir den... Ja. Sehr schön. Three enemies, but they're too slow. Jetzt muss ich nochmal gucken. Die sind gegen Wind anfällig. Das bedeutet, ich muss noch rausfinden, gegen was du anfällig bist. Kein Blitz. Sehr schön. Habe ich jetzt mal in Kauf genommen, dass ein bisschen Geld abgezogen wird, weil aus diesen normalen Kämpfen kriegt man ja jetzt nicht so die Masse an Geld. Okay.
So, dann haben wir hier hinten alles erforscht. Dann bleibt nur noch der eine Gang da vorne. Ach, guck mal, hier ist der Schatten schon wieder aufgetaucht. Two enemies. You can attack before them. Let's do this. Persona. That's some thick skin. Two enemies. Charge through them. Go forth. There. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir dann in die Lobby zurückkehren und den Fuchs nach Hilfe fragen, wie groß, also nach Heilung fragen, wie groß die Heilung ist und was das kostet. It's our turn first. There's three enemies. So, ich glaube, bei denen hatten wir das not strong at all. I'm sure you can win. Gefunden. Das bedeutet. Three enemies. Let's get through this. That's some thick skin. I am thou. There! Okay. Two enemies. You can attack before them. Here go. Persona. Two enemies down. Okay. Out of our way. Sehr, sehr schön. So, dann. Ich habe so das Gefühl, dass die Gegner hier in diesem Dungeon schneller wieder auftauchen als in den so vorangegangenen Dungeons. Hier haben wir die Treppe nach oben mitten in einem Raum und es geht hier noch weiter. Aber hier ist nur eine Kiste. Sehr schön. Lifestone. So. Zweite Etage. Wir haben diesen Kanji-kun bis jetzt noch nicht gefunden. Oh, Sensei, kann ich dich was fragen? Warum ist das so neblig hier drin? Oder, naja, neblig ist ja nicht der richtige Ausdruck. Hat das irgendwas mit Kanji-kun zu tun? Ich verstehe es wirklich nicht. Weißt du, was es ist, Sensei? Ich denke, ich verstehe langsam die Hinweise. Ah, das ist mein Sensei. Gibt es irgendwas, was du nicht weißt? So. Ich würde jetzt tatsächlich aber erstmal gerne wieder den Dungeon verlassen.
und zur Lobby zurückkehren. Oh nee, halt. Ich wollte ja mal gucken, was die Heilung beim Fuchs kostet. Ask for healing. Oh, das ist aber ganz schön teuer, ne? Ich habe jetzt so mit 500 Yen gerechnet, aber 2475 Yen für Heilung, das ist schon böse. Na gut. So, dann speichern wir erstmal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe auch, dass ihr in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Mir macht das immer noch sehr viel Spaß und ich freue mich über jeden neuen Zuschauer und natürlich auch über jedes neue Abo. Nur mal so als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ja, dann bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ihr wollt. Bis dahin, ciao!